Stunden. Also das Rauflos ist im Topf gefunden. Die Höhenzeichen stimmen. L'acqua maggioro. Bis es wieder getrocknet ist. Und dann wieder Schleife und wieder Watte. Hat man nicht mehr da. Also ganz beides. Den muss ich schwarz dran kleben. Das hilft uns nichts. Da muss ich schwarz nehmen. Habe ich noch. Das sieht man jetzt so elegant aus. Ja, wenn der Änder die Fläche guckt, sieht es eh nicht so elegant aus. Gut, dass wir die Folie da retten können. Sehr akkurat arbeitest du. Ja, das ist der Grund, warum ich hier im Landesverband außer Reparatur, die ich allein mache, nichts tue. Weil den Knorz, wo die hier fabrizieren manchmal. Guck dir das an. Das sind so Dinger. Das ist schon. Ja, die müssen wir mal komplett abbiegen. Das müsst ihr aber. Florian, ziehst du mal zwei Lier drüber? Thank you.
auf die andere Seite. Ja, kannst schon im Prinzip weglassen. Wir nehmen nachher runter vom Wagen und dann. Nee, ich hätte ihn dran. Ich würde ihn dran lassen beim Hochziehen. Aha. Weil dann geht das Licht auch nicht mehr hoch. Ich bin zum Lande rein und dann habe ich gesagt, geh ein bisschen auf die linke Seite und dann bin ich vom Gas runter. Dann hat es mir wie eine Fahne. Ich habe es dann wieder. Aber ich war dann gedacht, den hätte ich an der Schleppstange gehabt und hätte ihn hochgezogen. Das war das. Dann habe ich überlegt, wenn ich jetzt voll auf die Grenze gehe, damit ich stehen bleibe, dreht es mich noch weiter im Wind. Ja. Ich war nicht sicher, wie schnell das geht, weil nachher geht es ja da den Berg runter. Ich halte nicht, dass ich jetzt auf die Klötze gehe und nicht rechtzeitig zum Stehen komme. Ich drehe jetzt rein und dann wäre noch mehr kaputt gewesen. Dann habe ich mich entschieden zu hoffen, dass es reicht. Also ich würde es trotzdem dran machen. Dann ist das Problem durch das, dass es hinter den Berg hochgeht, wenn ich zu langsam bin. Ja, wenn ich. Mit dem Mischpult mit Fahrstärker drin, mit 150 Watt. Gut, ready for flight.